Hallöchen, herzlich willkommen zum Radio Teddy Computertipp. Ich bin Olli und ich verrate euch heute, wie ihr einen eigenen Bildschirmschoner bei euch zu Hause einstellen könnt. Bei den ganz alten Monitoren, also die großen Röhrenbildschirmen, wurde so ein Bildschirmschoner wirklich gebraucht, denn ansonsten hätte sie nämlich das, was man auf seinem Bildschirm gesehen hätte, richtig eingebrannt. Bei den neuen Geräten braucht man da keine Angst haben, also der Fernseher zu Hause und euer Laptop, da kann nichts dran passieren. So ein Bildschirmschoner könnt ihr euch zu Hause ganz einfach selbst einstellen. Nehmt dazu eure Maus und klickt auf euren Desktop mit der rechten Maustaste und sucht dann aus diesem kleinen Fenster Anpassen aus und sucht dann den Bildschirmschoner. Und da könnt ihr euch dann richtig austoben. Es gibt Unmengen an irgendwelchen Animationen, die sind richtig lustig. Oder ihr könnt auch einzelne oder mehrere Bilder einstellen.